Bub nach Badeunfall in Lebensgefahr. Doch kein Mord bei toter Frau in Obdachlosenheim. US-General ist sich sicher, werden Prigozhin nie wiedersehen. Plastikmüll, Seen stärker belastet als Ozeane. Und Italiens 10 Sekunden Grabschurteil. Hallo und guten Abend. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Mittwoch, den 13. Juli. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Zu einem tragischen Badeunfall ist es am Mittwochabend in Hirschstetten gekommen. Ein 7-Jähriger war plötzlich unter Wasser geraten und wurde ohne Bewusstsein von einem Badegast aus dem Wasser gezogen. Der Bub schwebt nach erfolgreicher Reanimation weiterhin in Lebensgefahr. Mittwochabend ist es in Wien-Donaustadt zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Kurz nach 19.15 Uhr erreichte ein Notruf die Wiener Rettungsleitstelle. Passanten hatten beobachtet, wie ein Bub im Badeteich Hirschstetten unterging. Das Kind dürfte kurz zuvor mit anderen Kindern im Wasser gespielt haben, als es zu dem Unglück kam. Ein aufmerksamer Badegast zog den Buben aus dem Wasser und setzte dadurch die Rettungskette in Gang. Zeugen wählten den Notruf und schilderten, dass sich das Kind mehrere Minuten unter Wasser befunden habe. Teams der Berufsrettung, der Polizei und der Feuerwehr waren im Einsatz. Nach notfallmedizinischer Versorgung und erfolgreicher Reanimation konnte das Kind stabilisiert werden. Danach wurde das 7-Jährige mit dem Wiener Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort befindet er sich weiterhin in Lebensgefahr. Melanie wurde leblos in der Wohnung aufgefunden. Ihr Lebensgefährte wurde verhaftet. Nun stellte die Polizei jedoch fest, dass es kein Fremdverschulden war. Der Mann ist unschuldig. Am Montagabend wurde in Wien-Simmering in einem Notunterkunftsquartier eine leblose Frau gefunden. Ihr Lebensgefährte wurde daraufhin verhaftet. Nun stellte die Polizei jedoch fest, dass es kein Fremdverschulden war. Der Lebensgefährte und die verstorbene Frau legten sich am Montag schlafen, doch die 28-Jährige wachte nicht mehr auf. Sie lag leblos neben ihm. Zuvor hörten die Nachbarn, wie sich das Pärchen stritt. Daher ging nicht nur die Polizei, sondern auch die Anrainer von Fremdverschulden aus. Ihr Freund wurde verdächtigt, seine eigene Freundin ermordet zu haben. Dass sie eine laute Auseinandersetzung hatten, bestritt der Lebensgefährte nicht. Der angebliche Grund für den Konflikt war: Seine Freundin habe sich Drogenersatzstoffe besorgt, worüber er sich geärgert habe. Doch dass er seine Freundin getötet haben soll, verneinte der Lebensgefährte mehrmals. Um die Todesursache eindeutig zu klären, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt. Das Ergebnis liegt der Polizei nun vor, wonach kein Verdacht auf Fremdverschulden festgestellt werden konnte. Der 26-jährige gebürtige Syrer wurde bereits aus der Haft entlassen. Eine männliche Leiche wurde Mittwoch früh in Wien-Brigittenau auf einer Parkbank gefunden. Am Körper des Opfers wurden Stichverletzungen gefunden. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus. Nun wurde bekannt, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Auch die Identität des Opfers wurde geklärt. Eine männliche Leiche wurde Mittwoch früh in Wien-Brigittenau auf einer Parkbank gefunden. Am Körper des Opfers wurden Stichverletzungen gefunden. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus. Nun wurde auch bekannt, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Auch die Identität des Opfers wurde geklärt. Das Entsetzen war groß, als am Mittwoch Passanten eine Männerleiche mit 6 Stichwunden auf einer Wiener Parkbank entdeckten. Der Mann lag laut Angaben der Polizei mit dem Rücken auf einer Parkbank, den Kopf auf einem Kleidungsstück abgelegt. Zum Zeitpunkt des Fundes sei das Opfer bereits nicht mehr am Leben gewesen. Der Unbekannte hatte keine Ausweise oder Dokumente dabei, was die Identifikation erschwerte. Am Donnerstag gab die Polizei nun bekannt, dass es sich um einen 56-jährigen Obdachlosen aus Ungarn handelt. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass die Leiche des Mannes entweder dort abgelegt worden ist oder der 56-Jährige selbst noch dorthin ging. Beim Fundort am Treppelweg dürfte es sich zudem nicht um den Tatort handeln.
Die Polizei erklärte, dass eine Blutlache rund 350 Meter vom Tatort entfernt gefunden wurde. Von dort hätten Polizeihunde Blutspuren bis zu der Parkbank am Treppelweg verfolgt. Von der Tatwaffe fehlt bis jetzt immer noch jede Spur. Auch die Fahndung nach dem Täter läuft weiterhin. Deshalb startete die Polizei einen Zeugenaufruf und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei dem Fall. So wie in vielen europäischen Ländern erleben wir auch in Österreich zunehmend längere Trocken- und Hitzeperioden. Ja, Österreich ist jedoch in der glücklichen Lage, über ausreichend Trinkwasser bis zum Jahr 2050 und darüber hinaus zu verfügen. Um auch künftig genug Trinkwasser für die Bevölkerung sicherzustellen, hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft gemeinsam mit den Bundesländern einen Trinkwassersicherungsplan erarbeitet. Trinkwasser ist ein kostbares Gut, aktuell aber besteht kein Grund zur Besorgnis, betont Wasserwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Donnerstag. Aber damit die Versorgung auch für kommende Generationen gewährleistet wird, werden nun Pläne zur Sicherung der Trinkwasserversorgung vorgelegt. Der Klimawandel, wir wissen es, dieser stellt uns vor große Herausforderungen und wir sehen und spüren es, die Sommer werden in ganz Europa trockener, es gibt mehr Wasserverdunstung, die Sommer werden heißer und die Niederschläge im Winter werden weniger. Die Grundwasserstände in Ostösterreich sanken zu Beginn dieses Jahres teilweise auf die niedrigsten Werte seit Messbeginn. Laut einer Studie des Landwirtschaftsministeriums sei die Verfügbarkeit des Trinkwassers trotz Klimawandel für die nächsten 30 Jahre gesichert. Das Ergebnis dieser Studie ist, der gesamte Wasserbedarf wird bis 2050 zwischen 5 und 7% steigen, bundesweit steigen, und es wird ausreichend Trinkwasser zur Verfügung stehen, auch die Jahre danach. Zugleich wird in einem ungünstigen Szenario mit einer Abnahme der Wasserressourcen um 23% gerechnet. Daher will Totschnig künftig mehr Geld in die Trinkwasserinfrastruktur, in Infokampagnen für eine sorgsame Trinkwasserverwendung und in die Forschung stecken. Ab sofort werden wir die langfristigen Wetterprognosen für die Bewertung der Grundwassersituation verwenden, um Engpässe frühzeitig erkennen zu können. Zweitens, wir werden in den kommenden 3 Jahren insgesamt 3 Millionen Euro für Forschung zur effizienten Wassernutzung zur Verfügung stellen. So werden wir etwa die Möglichkeit des Einsatzes von künstlicher Intelligenz zur Hebung von Wasserverlusten im Leitungsnetz testen. Derzeit stehen jährlich rund 80 Millionen Euro zur Finanzierung der Wasserversorgung zur Verfügung. Bei den laufenden Finanzausgleichsverhandlungen will Totschnig eine Erhöhung des Finanzrahmens durchsetzen. Insgesamt will sich der Bund mit den Bundesländern und den Wasserversorgern besser koordinieren und regelmäßig die Trinkwasserkonzerne evaluieren. Halbleiter sind mittlerweile unverzichtbar, denn in fast jedem Anwendungsfeld des täglichen Lebens spielen Chips eine bedeutende Rolle. Seitens der EU und der EU-Mitgliedsländer sind deshalb im Rahmen des Chip Acts insgesamt 43 Milliarden Euro für den Ausbau der europäischen Halbleiterindustrie vorgesehen. Anlässlich des European Chip Acts hat sich die Bundesregierung am Donnerstag mit Branchenvertretern zum sogenannten Mikrochip-Gipfel getroffen. Die Entwicklung und Herstellung von Mikrochips hat einen großen Stellenwert für Österreichs Wirtschaft, wie die Vizepräsidentin des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie, Sabine Herrlitschka, betonte. In relativen Zahlen bezogen auf die Größe Österreichs Nummer 1 zu sein im Bereich der Mikroelektronik bei Beitrag zur Wertschöpfung, Beschäftigung und Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Das ist eine große Leistung und auch in absoluten Zahlen an dritter und vierter Stelle. Also da darf man auch einen Moment innehalten und stolz sein. Da ist uns gemeinsam viel gelungen. Mikrochips made in Austria soll so ein Begriff werden wie Lipizzaner und Mozartkugeln. Dafür ist Österreich überall bekannt. Noch nicht so sehr für unsere Mikrochip-Produktion, aber wir haben noch viel vor. Deswegen wird uns das auch dann gelingen. Eine Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts sieht für die österreichische Chipbranche ein Investitionspotenzial von 7 Milliarden Euro bis 2030.
und für dessen Umsetzung einen kurzfristigen Bedarf von 26.500 Arbeitsplätzen bzw. die Schaffung von 10.000 Arbeitsplätzen in der Elektronikindustrie. Die Chipbranche hat eine Hebelwirkung, sowohl technologisch als auch natürlich, was die Branchen rundherum betrifft. Und daher ist es wichtig, dass wir hier ein Zeichen setzen, dass die Bundesregierung ein klares industriepolitisches Bekenntnis abgibt, die Branche zu unterstützen, die Stärken, die wir haben, weiter zu stärken. Das ist das große Ziel. Denn Chips stecken in allem, was wir zur Energiewende brauchen. In den Windrädern, in der Photovoltaik, in den Stromnetzen, in den Batterien. Sie stecken in allem, was wir zur Mobilitätswende brauchen, in den E-Autos, in der Steuerung von Eisenbahnloks, in den Managementanlagen für multimodale Verkehrsströme. Chips stecken in der Kreislaufwirtschaft. Es gibt keinen digitalen Produktpass mit all den wichtigen Infos zur Herstellung, zur Lebensdauer, zur Recyclingfähigkeit oder zur Lagerung von Gütern ohne Chips. Mit dem European Chip Act soll der Anteil der EU am weltweiten Mikrochipmarkt von 10% auf 20% verdoppelt werden. Aus dem EU-Budget kommen dafür 3 Milliarden Euro. Weitere zumindest 40 Milliarden sollen durch staatliche oder private Investitionen bereitgestellt werden. Die Klimakleber der letzten Generation sorgen immer wieder für Aufsehen. Ja, es spielten sich immer wieder verrücktere Szenen ab. In Deutschland zum Beispiel, auf Rollfeldern und Autostraßen. Für einen jungen Demonstranten wurde es fast skimpflig. Zum Ferienstart in Hamburg haben sich am Donnerstagmorgen die Klimaaktivisten der letzten Generation auf dem Rollfeld des Hamburgers Flughafens festgeklebt. Offenbar sind mehrere Aktivisten durch Sicherheitszäune auf das Flughafengelände gedrungen. Bislang wurden aufgrund der Proteste rund ein Dutzend Flüge gestrichen. Es habe somit noch kein Flug starten oder landen können, teilte der Hamburger Flughafen mit. Weitere Streichungen und Flugumleitungen seien nicht ausgeschlossen. Den Flugverkehr zum Ferienstart in Hamburg hat die letzte Generation mit der Klebeaktion offenbar empfindlich gestört. Eine weitere unfassbare Szene spielte sich am vergangenen Mittwoch in Karlsruhe ab. In einem Video, das die letzte Generation bei Twitter veröffentlichte, sind die angespannten Szenen zu sehen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Vorfall auf einer Hauptverkehrsstraße. Der Mann habe sich nach seinem Wutausbruch wieder hinter das Lenkrad gesetzt und sei kurz angefahren. Dabei wurde ein junger Demonstrant, der sich wieder auf die Straße gesetzt hatte, etwa einen Meter nach vorn geschoben. Der junge Mann sei augenscheinlich unverletzt geblieben, hieß es von einem Mediziner. Dieser habe den Aktivisten der letzten Generation begutachtet. Vizekanzler Werner Kogler besuchte am heutigen Donnerstag das Johanniter-Center Nord. Der gemeinnützige Sektor erbringt in Österreich wesentliche und unverzichtbare gesellschaftliche Leistungen. Im Nationalrat befasste man deswegen letzte Woche neue Beschlüsse zu Änderungen des Freiwilligengesetzes. Ja, 75% der Zivildiener bleiben nach Beendigung des freiwilligen sozialen Jahres noch einige Jahre in den Organisationen. Krone TV hat sich mit dem Vizekanzler genau darüber unterhalten. Gemeinnützige Organisationen und Freiwilligenarbeit sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Auch die wirtschaftliche Bedeutung nimmt stetig zu und 2019 arbeiteten rund 250.000 Beschäftigte in gemeinnützigen Organisationen. Dazu kommen noch 3,5 Millionen ehrenamtliche Tätige. Der gemeinnützige Sektor bringt in Österreich wesentliche, teils sogar unverzichtbare gesellschaftliche Leistungen. Vizekanzler Werner Kogler besichtigt am Donnerstag das Johanniter Center Nord, das 2006 eröffnet wurde und dem neben der Hausnotrufzentrale der Johanniter auch das Ausbildungszentrum mit mehreren Lehrsälen untergebracht ist. Ja, abgesehen davon, dass ich selber mal ein Notarztsanitäter war, aber eben als Zivildiener, schon lange her, geht es uns in der Bundesregierung und auch uns Grüne darum, wertzuschätzen, was die vielen Freiwilligen machen oder eben auch noch die Zivildiener hier oder auch jene, die, es können ja Frauen sein, die ein freiwilliges Sozial machen. Und das ist für die Gemeinschaft ganz, ganz wichtig, gerade in den Zeiten, wo es immer aufgeregter und oft auch gegeneinander zugeht, dass jemand und viele eben sich betätigen und im besten Sinne des Wortes einen Dienst an der Allgemeinheit machen. Und das ist schon sehr einerseits bemerkenswert, aber das soll man auch zum Ausdruck bringen, die Wertschätzung.
Und der Bundesregierung, das wollen wir nicht unter dem Tisch fallen lassen, haben wir ja jetzt eben die letzten Monate völlig fertig gemacht, ein Paket für die freiwillige Gemeinnützigkeitsarbeit. Das betrifft eben genau das Sozialjahr ja, etwa mit dem entsprechenden Gesetz. Es gibt auch wesentliche erweiterte Bedingungen für die Spendenabsetzbarkeit. Also wer sowas unterstützen will, wird für viele Vereine in Zukunft mehr Chancen haben, wenn man so will, günstiger zu spenden, was wir ja auch gerne anregen. Und dann gibt es auch für diese Institutionen hier Zuschüsse, um nicht alles, aber doch Teile der Teuerung, also in dem Fall der Energiekosten, abzufedern. Während der Besichtigung spricht Vizekanzler Werner Kogler nicht nur mit den Verantwortungsträgern der Organisation, sondern unterhält sich auch mit Zivildienern und AbsolventInnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Außerdem wurde die Einsatzzentrale besucht. Wir betreuen täglich um die 250 bis 300 qualifizierte Krankentransporte am Tag in Wien und haben im Schnitt so um die 30 Krankentransporte täglich im Einsatz. Nebenbei fahren wir ca. 100 bis 150 Rettungseinsätze, teilweise für unser Notrufsystem und teilweise für die Wiener Berufsrettung. Zusätzlich betreuen wir unser Notrufsystem, unser Akutpflegeteam, das 24 Stunden täglich in Wien in Einsatz ist und sind exklusiver Partner vom Organtransplantzentrum Wien im AKH. Im Nationalrat wurden vergangene Woche Beschlüsse zur Veränderung im Bereich der freiwilligen Organisationen gefasst, unter anderem die Änderung des Freiwilligengesetzes mit mehr Taschengeld, und auch können Non-Profit-Organisationen und Freiberufler künftig auch Anspruch auf einen Energiekostenzuschuss erheben. Das andere ist, dass wir die Gemeinnützigen ungefähr gleich gut stellen wollen, genau geht es eh nie, als Firmen, weil die kriegen ja auch Zuschüsse für die zwischenzeitlich, jetzt gehen sie ja wieder zurück, das muss man ehrlicherweise auch sagen, für die zwischenzeitlich explodierenden Energiekosten, sodass hier kein Nachteil entsteht, weil ja auch die Gemeinnützigen einen großen Dienst für die Gesellschaft leisten, aber halt nur keinen Gewinn machen. Deshalb heißen sie auch Non-Profit. Und warum nur die was kriegen sollen, die auf Gewinn gerichtet sind, aber die anderen nicht, die auch sehr zu unserer Wertschöpfung beitragen und sehr viele Beschäftigte haben, das sehen wir auch hier, die sollen nicht benachteiligt bleiben. In der letztwöchigen Ministerratssitzung wurde zusätzlich der starke Ausbau und die Vereinfachung der Steuerabzugsfähigkeit von Spenden im gemeinnützigen Bereich auf den Weg gebracht. Nach der gescheiterten Revolte gegen das russische Militär zeigt sich der amerikanische Vier-Sterne-General Robert Abrams überzeugt. Wir werden Prigozhin nie wieder sehen. Das erklärte er nun gegenüber dem US-TV-Sender ABC News. Laut Abrams wurde ihm der gescheiterte Marsch auf Moskau zum Verhängnis. In Russland sorgt der Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin weiterhin für Aufregung. Am Montag bestätigte der Kreml ein Treffen zwischen Prigozhin und dem russischen Präsidenten. Doch daran zweifelt der frühere US-General Robert Abrams. Gegenüber ABC News sagt er: Ich denke, es ist hochgradig inszeniert. Er wäre überrascht, wenn man tatsächlich Beweise für das Treffen sehen würde, so Abrams. Ich bezweifle, dass wir Prigozhin nochmal öffentlich zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich werde er versteckt ins Gefängnis gesteckt oder es werde auf andere Weise mit ihm umgegangen. Abrams geht im Gespräch mit ABC News noch einen Schritt weiter. Er denkt sogar, dass Prigozhin bereits nicht mehr am Leben ist. Und wenn er es ist, dann ist er irgendwo im Gefängnis, so der Ex-General. Abrams ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch der ehemalige US-Außenminister und Ex-CIA-Chef Mike Pompeo sagte kürzlich: Ich würde keine Wette auf Prigozhins Leben abschließen. Er hat sich mit dem König angelegt und ist gescheitert. Die Söldnergruppe Wagner soll Waffen an die russische Armee übergeben haben. Es handelt sich offenbar um mehrere Panzer, 2500 Tonnen Munition und 20.000 Schusswaffen. Laut Verteidigungsministerium werden die Waffen gewartet und kampfbereit gemacht. Einen Tag nach dem tödlichen Attentat auf den ehemaligen russischen U-Boot-Kommandanten Stanislav Reschitzky haben die russischen Ermittler laut eigenen Angaben den Mordverdächtigen bereits gefasst. Dabei soll es sich um einen 64-jährigen ukrainischen Karatemeister handeln.
Nur einen Tag nach dem Attentat auf den russischen U-Boot-Kapitän Stanislav Ryschitzky, der beim Joggen am Dienstagmorgen in Krasnodar erschossen wurde, präsentierten die Russen den angeblichen Täter. Sergei Denisenko, 64 Jahre alt, ehemaliger Chef der ukrainischen Shotokan-Karate-Föderation, schwarzer Gürtel, siebter Dan, wurde von den Behörden in Krasnodar festgenommen. Er soll die Tat begangen haben. Das Problem nur, die Beweise sind sehr dürftig. Zuerst sieht man Aufnahmen aus Überwachungskameras. Die Bilder zeigen einen Jogger, kurze Zeit später einen Mann auf seinem Fahrrad. Dann das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Der Jogger soll Stanislav Ryschitzky bei seinem letzten Lauf sein, der Mann auf dem Fahrrad Sergei Denisenko. In einem längeren Zusammenschnitt sieht man dann auch die Verhaftung des Mordverdächtigen. Man sieht einen am Boden zusammengekauerten Mann, der nur Boxershorts trägt. Anschließend werden die mutmaßliche Waffe inklusive Schalldämpfer gezeigt. Welches Motiv der sechsfache Vater und ehemalige Chef des ukrainischen Karateverbands haben soll, ist unklar. Plastikmüll ist heute fast allgegenwärtig. In den Ozeanen gibt es besonders viel davon, aber auch in Süßwasserseen findet sich mehr und mehr kleinteiliges Mikroplastik. Ein internationales Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung konnte nun aufzeigen, dass manche Seen sogar stärker belastet sind als die Meere. Dass Meere durch Kunststoffabfälle verschmutzt werden, ist traurige Tatsache und wissenschaftlich gut belegt. Globale Angaben zur Mikroplastikbelastung von Süßgewässern fehlten bisher allerdings, schlägt Katrin Attermeier, Limonologin am Wassercluster Lunz und an der Universität Wien, Alarm. Mit einem internationalen Team wagte die erfahrene Ökologin nun den wissenschaftlichen Sprung ins kalte Wasser, um erstmals Daten im großen Ausmaß zu sammeln. Vorneweg, ihr Heimatsee ist mitunter ein Plastikpartikel pro Kubikmeter sehr sauber. Ökologischer Vorteil für den Lunzer See, er ist eher klein und am Ufer leben nur wenige Personen. Doch am Lago Maggiore in Italien und dem Lake Tahoe in den USA flutet mehr Mikroplastik als im weltweit am stärksten verschmutzten subtropischen Ozean. Entdeckt wurden dort Milliarden Kunststoffteile, die kleiner als 5 mm sind. Das Forschungsteam erprobte 38 Seen in 23 Ländern auf hydromorphologischen Faktoren wie Fläche, Tiefe, Uferlänge und Verweilzeit im Nass. Erschütterndes Ergebnis: Selbst jene süßen Gewässer, die auf den ersten Blick vollkommen unberührt von menschlichen Einflüssen zu sein schienen, sind katastrophal verseucht. Sind 10 Sekunden nur eine kurze Zeit und eine Berührung am Hintern damit nicht als sexuellen Übergriff zu bezeichnen? Ein italienisches Gericht hat diese Frage nur mit Ja beantwortet. Denn es entschied nun zugunsten eines 66-jährigen Hausmeisters, der eine Schülerin sexuell belästigt hat. Die Begründung dafür sorgt in den italienischen Medien für große Empörung. Ein Fall von sexueller Belästigung hat in Italien einen Proteststurm in den sozialen Medien ausgelöst. Grund ist eine Gerichtsentscheidung, in der über die Klage eines Teenagers entschieden wurde. Im April vergangenen Jahres hatte der Schulwart in der Schule der 17-Jährigen auf einer Treppe von hinten in die Hose gefasst. Die Schülerin erzählt im Gerichtssaal, dass sie spürte, wie jemand seine Hände in ihre Hose steckte und für 5 bis 10 Sekunden ihren Hintern berührte. Der Schulwart gab die Aktion auch zu, tat den Übergriff aber als Scherz ab. Das berichtet unter anderem die britische BBC. Das italienische Gericht konnte keine zu bestrafende Tat erkennen und sprach daher den 66-Jährigen frei. Diese Tatsache empört vor allem junge Italiener. Noch mehr aber bringt sie die Begründung des Gerichts für sein Urteil auf die Barrikaden. Das Gericht lehnte eine Bestrafung des Hausmeisters ab, weil der Übergriff weniger als 10 Sekunden gedauert habe und ohne lüsterne Absichten geschehen sei. Seit dem Urteil kreist in den sozialen Medien der Hashtag 10 Secondi. Zahlreiche Italienerinnen, aber auch Italiener veröffentlichten Videos von sich, in denen sie schweigend in die Kamera schauen und sich für 10 Sekunden an die Brust oder in den Intimbereich fassen. Auch unter ihnen ist Italiens berühmteste Influencerin Chiara Ferragni. In einigen Teilen Österreichs ist es in der Nacht auf Donnerstag zu heftigen Unwettern gekommen. Die Feuerwehren mussten in den betroffenen Gebieten hunderte Einsätze ausführen.
Auch eine erste Bilanz der Schäden der großen Unwetter in der Nacht auf Mittwoch in der Landwirtschaft liegt vor. Wegen starker Unwetter mussten in der Nacht auf Donnerstag erneut hunderte Feuerwehrleute im ganzen Land ausrücken. Auch die Nachwirkungen des Unwetters am Mittwoch steckt den Einsatzkräften immer noch tief in den Knochen. Teils abgetragene Dächer, Bäume auf Fahrbahnen und viele Überflutungen hat der Sturm in Kärnten mit sich gebracht. Bis Donnerstagvormittag wurden bereits knapp 300 Unwettereinsätze von insgesamt 1400 Mann abgearbeitet, die weiterhin mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Auch Oberösterreich wurde vom Unwetter nicht verschont. Das gesamte Bundesland hatte mit heftigen Regenschauern und Windböen zu kämpfen. Auch lokale Hagelschauer wurden gemeldet. In den darauffolgenden 2 Stunden folgten für die Helfer rund 41 Unwettereinsätze wegen Sturmschäden bzw. Überflutungen. Auch in Salzburg waren die Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Dabei ging es vor allem darum, Verkehrswege wieder freizumachen und Dächer abzudecken. Wegen des starken Regens kam es in Zell am See am Bahnhofsplatz zu Überflutungen. In der Steiermark war das Unwetter zwar kurz, aber dafür umso intensiver. Aufgrund eines Blitzschlages stand ein Haus in der Steiermark in Flammen. Die Einsatzkräfte schafften es, den Brand zu löschen. Die Pyhrnautobahn bei Trieben in Richtung Süden musste wegen eines Murenabgangs gesperrt werden. Die Sperre der A9 zwischen Trieben und Tregelwang hatte bereits am Mittwochabend verhängt werden müssen. Bäume waren durch Unwetter auf die Autobahn gestürzt und eine Mure ging laut Autobahngesellschaft Asfinag ab. Wir kommen zum Sport, genauer gesagt zum Tennis. Im vergangenen September hat sich Julia Grabherr in der Damenweltrangliste unter die Top 100 katapultiert. Auch seitdem geht der Aufwärtstrend weiter. Aktuell belegt die 27-Jährige den 58. Rang im Ranking. Krone-TV-Sportchef Martin Grasl hat sich mit der Vorarlbergerin über das Wimbledon-Abenteuer, den bisherigen Saisonverlauf sowie die Perspektive für den Herbst unterhalten. Julia, danke, dass du dir auch ein bisschen Zeit nimmst für uns, um über dein Jahr 2023 zu sprechen. Erst kürzlich warst du in Wimbledon im Einsatz, in der ersten Runde leider Gottes gescheitert. Jeweils ein Breakball-Satz war dann zu viel gegen Danielle Collins. Gib uns vielleicht auch ein bisschen einen Einblick in die Emotionen und wäre die zweite Runde drinnen gewesen? Ja, natürlich bin ich mit dem Wimbledon-Ergebnis nicht zufrieden. Aber ich hatte davor ein paar schwere Wochen. Ich war verletzt, habe sicher nicht so trainiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch die Danielle Collins in der ersten Runde ist natürlich nicht eine Gegnerin, die man unbedingt möchte. Sie hat sehr viel Grand Slam-Erfahrung, was ich einfach noch nicht habe. Und das Ziel ist, dass ich das sammle. Und ja, dann war ausschlaggebend im Prinzip ein Break pro Satz. Sie hat es gemacht. Ich habe in beiden Sätzen Chancen gehabt, die leider nicht gemacht. Und auf Rasen sind einfach so Kleinigkeiten entscheidend. Und das waren im Prinzip dann 2 Punkte, die das entschieden haben, ob es 4-6 war, 2-mal oder 5-5. Jetzt hast du schon diese körperliche Komponente angesprochen, dass du ein bisschen angeschlagen gewesen bist vor dem Turnier. Auf der anderen Seite war es mental sicher auch nicht so einfach mit diesen Regenpausen, dass man sich immer wieder warm halten muss, mental auf der Höhe bleiben muss. Wie hast du da probiert, das Maximum aus dir rauszuholen und auf der Höhe zu bleiben? Ja, das war extrem schwer für mich. Ich habe immer langsam gestartet und sie war immer die ersten paar Games, hat sie echt gut gespielt. Und ja, ich meine, für mich war das komplett was Neues. Ich hatte das so noch nie. Und ja, ich versuche aus dem zu lernen und das nächstes Mal besser zu machen. Wenige Wochen zuvor bist du in die zweite Runde eingezogen bei einem Grand Slam Turnier zum ersten Mal. Gib uns da vielleicht auch nochmal einen Einblick, wie du das Ganze für dich verarbeitet hast. War, glaube ich, auch ein positives Signal. Es kann funktionieren. Ja, natürlich mit den Wochen davor oder rund um French Open bin ich natürlich extrem zufrieden. Ich habe vor French Open mein erstes Finale auf der WTA Tour gespielt und das ganz knapp verloren, aber es war trotzdem ein Riesenergebnis für mich. Und dann natürlich erste Runde beim Grand Slam zu gewinnen, das erste Mal ist auch was Spezielles und ja, ich versuche natürlich, das in Zukunft öfters zu haben, aber es ist jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man auch die ersten Monate in diesem Jahr hernimmt,
Man, die Ergebnisse ein bisschen überschaubar, bist nicht richtig gut reingekommen. Was war für dich der Dosenöffner? War es das Turnier in Charleston, wo du dann gemerkt hast, du kommst langsam in Fahrt? Ja, genau, war also auf jeden Fall schwierig, die ersten paar Monate. Natürlich muss man auch sagen, ich muss mich ein bisschen an das Niveau gewöhnen und ich glaube, ich habe das dann gemacht. Ich habe auch viel auf Hardcore gespielt und dann ja, erstes großes Turnier auf Sand war dann sehr erfolgreich. Ich habe dann gemerkt, es geht in die richtige Richtung, habe auch gut gespielt in Madrid und in Rom und auch bei großen Turnieren abgeliefert und ja, das ist für mich wichtig und auch gegen gute Spielerinnen zu spielen und genau das ist für meine Entwicklung einfach extrem wichtig. Jetzt erfolgt wieder der Umstieg auf Sand. Palermo ist das nächste Turnier. Gib uns generell auch einen Einblick in die nächsten Monate. Du hast auch einige Punkte zu verteidigen mit deinem ersten Challenge-Erfolg im Vorjahr. Gibt es einige Punkte zu verteidigen? Was ist so dieses ambitionierte Ziel, was du dir vielleicht selber auch steckst? Ja, natürlich. Also nächste Woche Palermo, dann ein 250er in Hamburg, beides auf Sand. Und danach ist noch ein bisschen offen, ob ich noch ein, zwei Sandturniere in Europa anhänge oder ob ich nach Amerika fliege. Und ja, ich meine, Punkte zu verteidigen ist klar, ist immer schwierig, aber ich versuche mich auf meine Entwicklung zu konzentrieren. Und das Ziel ist es, dass ich die großen Turniere spielen kann, dass ich Top 100 bin. Und wenn ich mich verbessere, weiterentwickle, dann werden die Ergebnisse auch kommen. Die Zusammenarbeit mit Günter Bresnik hat sicher auch dazu beigetragen, dass du vielleicht schneller dort bist, wo du jetzt stehst. Welchen Anteil hat er für dich auch an diesem Erfolg oder inwiefern hat er dich weitergebracht? Welche Defizite hat er vielleicht auch behoben? Ja, natürlich hat der Günther einen extrem großen Anteil an meinem Erfolg. Ich meine, es ist ein Privileg, mit dem Günther zu trainieren. Er hat so viel Erfahrung und so viel Wissen einfach. Und ich glaube, mein Spiel passt auch ganz gut dort rein. Und ich glaube, er kann mir da extrem viel weiterhelfen. Und das hat er gemacht. Und natürlich ist in Zukunft das Ziel, das noch weiter anzutreiben. Der Netflix-Doku Harry und Meghan wurden die allerbesten Chancen auf eine Emmy-Nominierung eingeräumt. Doch bei der wichtigsten Fernsehauszeichnung der Welt wird das sechsteilige Werk leer ausgehen. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? Die Netflix-Doku-Serie Harry und Meghan des Herzogs und der Herzogin von Sussex hat eine Nominierung bei den kommenden Hollywood Critics Awards erhalten. Die sechsteilige Serie von Prinz Harry und seiner Frau ist bei der Party in Los Angeles am 13. August im Rennen um die beste Streaming-Non-Fiction-Serie. Die Harry und Meghan-Serie brach Streaming-Rekorde, als sie mit 81,6 Millionen gestreamten Stunden innerhalb der ersten 4 Tage nach ihrer Veröffentlichung zum größten Dokumentarfilmdebüt der Streaming-Giganten wurde. Kritik und Lob stießen gleichermaßen aufeinander. So wurde etwa angeprangert, dass manipuliertes und irrelevantes Filmmaterial verwendet wurde. Das Paar, das 2020 als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgetreten und in die USA gezogen war, um ein unabhängiges Leben zu führen, diskutiert in der Serie besonders über den Einfluss der Paparazzi und der Medien auf ihr Leben, wobei Harry darauf besteht, dass er nicht möchte, dass sich die Geschichte wiederholt. Auch die Emmy-Nominierungen sind inzwischen bekannt geworden. Beim allerwichtigsten Fernsehpreis der USA wurde Harry und Meghan ignoriert. Babyglück im Hause der Familie Kostelic. Wie die kroatische Zeitung Story schreibt, erwartet Janica Kostelic ihr zweites Kind. Sie soll sich in ihrer Schwangerschaft bereits im zweiten Trisemester befinden. Die sehr erfolgreiche Skirennläuferin Janica Kostelic ist bereits im zweiten Trimester. Das berichtet die kroatische Zeitung Story. Einer vertraulichen Quelle aus dem Umfeld der 41-Jährigen zufolge gehe es der Mama und dem Baby sehr gut. Kostelic und ihre Familie genießen derzeit ihren Sommerurlaub auf der kroatischen Insel Brač.
Die Sportlerin machte schon in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus, dass sie gerne Nachwuchs bekommen möchte. Anfang 2019 kam dann ihr Sohn Oscar zur Welt und ihr größter Wunsch erfüllte sich. Ob der Vierjährige nun einen Bruder oder eine Schwester bekommt, ist nicht bekannt. Zu aktiven Zeiten gehörte Kostelic zur absoluten Weltspitze. Mit 4 Gold- und 2 Silbermedaillen ist sie die erfolgreichste alpine Skirennläuferin der olympischen Geschichte. Zu aktiven Zeiten gehörte Kostelic zur absoluten Weltspitze. Mit 4 Gold- und 2 Silbermedaillen ist sie die erfolgreichste alpine Skirennläuferin der olympischen Geschichte. Zudem wurde sie 5-mal Weltmeisterin und 3-mal Weltcup-Gesamtsiegerin. Doch es folgten viele Rückschläge. Wegen gesundheitlicher Probleme musste Kostelic ihre Ski schon mit 25 Jahren an den Nagel hängen. Seitdem und besonders seit der Geburt ihres Sohnes konzentriert sie sich voll auf die Familie. Damit hat sie dann bald noch mehr zu tun. Wir kommen zum Wetter. Morgen am Freitag wird es wieder sehr heiß. Zum Sonnenschein mischen sich nur hin und wieder Wolken. Diese bleiben aber so gut wie überall harmlos. Dazu weht mäßiger und hin und wieder auch lebhafter Wind aus Ost bis Süd. Die Temperaturen erreichen 25 bis 32 Grad. Ja, am Samstag kehrt die große Hitze zurück. Der Himmel bleibt meist strahlend blau, denn zum Sonnenschein mischen sich kaum Quellwolken und auch die Gewitterneigung bleibt äußerst gering. Die Temperatur erreicht 37 Grad. Am Sonntag schon wieder nicht mehr überall heiß. In Vorarlberg und dem Außerfern liegen die Höchstwerte bei nur noch 24 bis 27 Grad. Von Innsbruck ostwärts bleibt es aber weiterhin bei großer Hitze von 30 bis sogar 36 Grad. Am Montag wechseln Sonne und Wolken. Es ziehen allerdings auch ein paar Schauer und Gewitter durch. Mit Tagestemperaturen bis zu 34 Grad. Das waren sie, die Krone-News am heutigen Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.